Wichtig hierbei zu verstehen ist, dass es sich bei der Antikörpernachweis nicht um ein Diagnostikum handelt, sondern erst bei dem Diagnostikum dafür laufen die PCR-Tests aus den Rachenabstrichen in der Mundschleimhaut und in der Nasopharynx. Bei den Antikörpertests weisen wir die entstehende Immunantwort nach, die Antikörper, die entstehen. Wir wissen, dass nach etwa 5 Tagen die ersten Antikörper nachweisbar sind und aus einer noch bisher Studie mit 2 kleinen Fallzahlen, 16 und 10 Patienten, haben wir gesehen, dass nach etwa 13 bis 21 Tagen 95% aller Patienten Antikörper hatten. Wie lange die bestehen und wie schützend diese sind, dazu wissen wir noch nicht viel. Dazu müssen wir weitere Studien abwarten mit gut charakterisierten Patienten über längere Zeiträume. Bei der Verlässlichkeit muss man 2 Kriterien erwähnen. Das eine ist, dass die Antikörper gegen einen spezifischen Teil des Virus gerichtet sein müssen. Und erst dann weisen sie wirklich das Virus nach. Das zweite ist, dass sie regelhaft im Rahmen einer Covid-19-Infektion gebildet werden. In 2 Studien kürzlich konnte gezeigt werden, dass Antikörper ganz besonders gebildet werden gegen das Spike-Protein. Das Spike-Protein ist genau das Virusprotein, womit es an die menschliche Zelle binden kann. Ein gewisser Teil, das sogenannte S2-Protein, ist sehr homolog, also identisch, in vielen Teilen identisch zu dem S2-Protein von anderen Coronaviren. Wir haben 4 endemisch in Deutschland, die einfache Erkältungskrankheiten machen, die häufig gar nicht diagnostiziert werden, die aber zur Antikörperbildung führen. Und wir gehen davon aus, dass bis zu 85% der deutschen Bevölkerung möglicherweise diese Antikörper haben. Damit sind Antikörper, die dagegen nachgewiesen werden, nicht spezifisch. Aber der zweite Teil dieses Proteins, das S1-Protein, das scheint SARS-CoV-2 spezifisch zu sein, ganz besonders eine Domäne, eine sogenannte Rezeptor-Binding-Domäne, die auf S1 lokalisiert ist, die scheint sehr spezifisch für SARS-CoV-2 zu sein. Sprich, in der Antikörperentwicklung sollte man eher Antikörper suchen, die gegen diese Epitope gerichtet sind. Da laufen jetzt gerade auch Testungen in größeren Kollektiven über längere Zeiträume, um die Sicherheit dieser Tests und die Aussagekraft zu überprüfen. Wenn wir uns über die Strategien Gedanken machen, sollten wir uns erstmal den Erkrankungsverlauf anschauen. Initial kommt es zu einer Virusreplikation im oberen Respirationstrakt. Erst danach kommt es dann zu einer Ausweitung des Virus in der Lunge, wahrscheinlich auch ins Herz, ins Endothel, in die Niere und möglicherweise auch noch andere Organe. Parallel dazu, zu dieser Disseminierung, kommt es dann häufig zu einer überschießenden Immunantwort, eine Immunantwort, die das Potenzial hat, den Wirt zu schädigen und die auch mit einer verschlechterten Prognose einhergeht. Daraus leiten sich dann die Therapieoptionen ab, zum einen das Virus an seiner Replikation zu hindern, also Virusreplikation zu beenden, terminieren, und das zweite ist, den Körper selber, den Menschen selber zu unterstützen in seiner virusspezifischen Abwehr, und das dritte, die überschießende Immunantwort irgendwie zu inhibieren. Viruseintritt in die Wirtszelle ist die erste Stufe der Virusreplikation. Da gibt es 3 Prinzipien. Das eine Prinzip ist, den Rezeptor, woran das Virus bindet, den ACE2-Rezeptor, also den auf der menschlichen Zelle, den rekombinant herzustellen und in löslicher Form in dem Infektionsgeschehen beizumischen. Theoretisch kommt es dann zu einer Bindung eines Teils der Virus nicht an die Zelle, sondern eben an diesen Rezeptor, und es kommen wesentlich weniger Viren, die Zelle tatsächlich befallen können. In vitro wurde gezeigt, dass das funktioniert, und es läuft seit März eine größere Studie in Deutschland, die das bei Patienten mit schwerem Verlauf von Covid-19 überprüfen soll. Eine zweite Methode ist letztlich, die hat zum Ziel, Patienten mit Covid-19, mit schweren Verläufen, mit hochpotenten Antikörpern, die gegen Covid-19, also gegen SARS-CoV-2 gerichtet sind, zu therapieren. Wie findet man diese Antikörper? Im Prinzip, die Theorie ist, dass sich im Blut von rekonvaleszenten Patienten, die also Covid-19 gut überstanden haben, B-Zellen, also Gedächtnis-B-Zellen befinden,
die dann ein bestimmtes Repertoire haben von Antikörpern. Danach wird jetzt gezielt geguckt, also sehr aufwendig, welche B-Zellen machen welche Antikörper, um diese Antikörper, um die wirksamsten, also die werden alle getestet, die wirksamsten davon, die also am besten SARS-CoV-2 inhibieren, in die Zelle einzutreten zum Beispiel, die sollen dann in einem Cocktail Patienten mit schweren Verläufen zurückgegeben werden. Da wird jetzt gerade an diesen Antikörper-Cocktails gearbeitet. Und das Dritte ist, dass man geht von der Theorie aus, dass Patienten, die eben Covid-19 schon gut überstanden haben, im Serum Abwehrstoffe, Antikörper, aber auch anderes zu finden ist, wo man testet, und das kann man tun, dass das tatsächlich inhibitorisch gegen SARS-CoV-2 wirkt. Und dieses Serum dann den Patienten mit schweren Verläufen zurückzugeben. In Einzelreports wurde gezeigt, dass das tatsächlich hilfreich sein kann. Das sind sehr wenige Patienten, wird aber auch jetzt seit März in einer größeren Studie getestet. Remdesivir inhibiert die Virusreplikation. Und zwar durch die Inhibition der RNA-abhängigen RNA-Polymerase. Das ist das Enzym, was letztlich den RNA-Strang abliest und in einen neuen RNA-Strang synthetisiert. Es wurde eigentlich entwickelt zur Behandlung von Ebola, hat dort nicht gewirkt, hat aber in vitro gezeigt und auch in Tierversuchen, dass es eine inhibitorische Wirkung auf die SARS-CoV-2-Replikation hat. Es gibt erste einzelne Studien, die auch zeigen, dass es ganz hoffnungsvolle Ergebnisse, dass möglicherweise hoffnungsvolle Ergebnisse zu erwarten sind. Es ist sicher, das heißt, die Nebenwirkungsrate ist gering und vertretbar. Und Ende April, Anfang Mai werden die Ergebnisse von zwei großen Phase-3-Studien erwartet, um eben wirklich einzuschätzen, wie das Medikament wirkt. Das sind mehrere, ich möchte hier aber nur auf drei eingehen. Das erste ist das Favipiravir. Das wird von Fujifilm entwickelt zur Behandlung der oseltamivir-resistenten Influenza-Infektion. Auch dieses Medikament richtet sich gegen die RNA-abhängige RNA-Polymerase, hat also möglicherweise einen ähnlichen Wirkungsmechanismus wie Remdesivir. Es wurde auch gezeigt in einzelnen Studien, dass es möglicherweise gut wirksam sein könnte und die Sicherheit des Medikaments in Bezug auf sein Nebenwirkungspotenzial ist gut. Dort laufen Studien, die eben zeigen müssen, ob es tatsächlich bei Covid-19-Patienten wirksam ist. Ein zweites Medikament, was in den klinischen Studien ist, kommt aus der HIV-Therapie, das ist das Caletra, das Lopinavir-Ritonavir, das inhibiert die Protease des HIV-Virus. Das ist das Enzym, was, wenn quasi der RNA-Strang des Virus abgelesen und in ein Protein übersetzt wurde, den gezielt schneidet in seine einzelnen Proteine. Und eine ähnliche Protease hat SARS-CoV-2 auch. Und sodass die Theorie ist, dass es eben dort auch wirksam sein könnte. Und in vitro wurde auch gezeigt, dass es die Replikation inhibieren kann. Hier hat allerdings eine mittlere Studie mit 52 Patienten gezeigt, dass es bei Patienten mit schwerer Verlaufsform von Covid-19 weder auf die Virusreplikation noch auf den Verlauf einen Einfluss nimmt, wobei die Autoren selber schreiben, dass es möglicherweise schon zu spät im Verlauf gegeben wurde, sodass es jetzt gilt, in Studien nachzuweisen, ob es früher vielleicht einen Effekt hat. Das letzte Medikament, was ich vorstellen möchte, ist das Chloroquin oder Hydroxyn Abkömmling, das Hydroxychloroquin, ein sehr altes Medikament für die Malaria eigentlich entwickelt, von dem auch in vitro gezeigt wurde, dass es SARS-CoV-2 inhibieren kann, aber in wesentlich höheren Konzentrationen, als es eigentlich für die Malaria zugelassen und benutzt wird. Sodass hier letztlich auch das Nebenwirkungsprofil, wie sehr kürzlich erst vor einer Woche gezeigt werden konnte, das Nebenwirkungsprofil dahingehend kritisch zu betrachten ist, dass in den hohen Dosierungen es möglicherweise eben zu PQ-Zeitverlängerung kommt und auch zu Herzrhythmusstörung. Das scheint tatsächlich so zu sein. Außerdem ist es eben in einer großen Studie, die gestern rausgekommen ist, mit 365 Patienten möglicherweise gar nicht so
einschneidend wirksam wie die Hoffnung an das Medikament gesetzt wurden. Von der Wirksamkeit ist es eben zusätzlich, und das war die Idee dahinter, dass es neben der Virusreplikation eben zusätzlich die Verschmelzung des Virus mit der Zellmembran verhindert. Außerdem hat es große antiinflammatorische Wirkung, parallel und davon unabhängig. Aber jetzt müssen letztlich die großen vergleichenden Studien die letzte Wirksamkeit beurteilen von Chloroquin, Hydroxychloroquin. Bei den immunmodulatorischen Medikamenten möchte ich zwei erwähnen. Das eine ist Interferon Beta ist ein Immunmodulator, der die körpereigene Immunantwort gegen Virus des Menschen unterstützen kann. Das ist bei Hepatitis C schon erfolgreich angewendet worden, wobei das Nebenwirkungspotenzial dahingehend ist, dass die Therapien häufiger wegen Nebenwirkungen abgebrochen werden mussten. Trotzdem wird das Medikament insbesondere in Kombination mit Caletra getestet. Ein zweites Medikament, was sich eher gegen diesen Zytokinsturm, den Cytokine-Storm richtet, ist das Tocilizumab. Das ist ein Antikörper gegen das IL-6. Dieses Zytokin ist eben ein proinflammatorisches Zytokin, was insbesondere beim Zytokinsturm in höheren Konzentrationen zu finden ist. Und man verspricht sich davon, dass es eben durch diese Antikörper dann diese überschießende Inflammation abgebremst wird. Auch hier gibt es Fallberichte, die sagen, dass das funktioniert, aber es fehlen noch die Informationen, wie das in großen vergleichenden Studien ist. Es ist zu erwähnen, dass nicht nur das Tocilizumab, sondern auch weitere Medikamente, die in der Rheumatologie eingesetzt werden, weil sie antiinflammatorisch wirken, eben auch theoretisch für diesen Zytokinstorm in Erwägung gezogen werden. Deshalb hat die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie auch in Kombination mit der europäischen und der globalen rheumatologischen Fachgesellschaften eine Initiative gegründet, dass man einen Fragebogen ausfüllen sollte, der auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie verfügbar ist, um die Verläufe dieser Patienten, die diese Medikamente bekommen, gut zu dokumentieren und möglicherweise noch mehr zu lernen, ob wir noch neue Therapiekonzepte finden. In der allerletzten Konsequenz muss man aber sagen, es gibt derzeit noch kein einziges zugelassenes Medikament für Covid-19. Um noch besser und schneller an Informationen heranzukommen und sie zu generieren, für welches Medikament nun besser ist als das andere, hat die Weltgesundheitsorganisation gerade das sogenannte Solidarity Trial, ein weltweites Trial, ins Leben gerufen, wo letztlich jeder Behandler weltweit aufgefordert ist, sich dran zu beteiligen. Und über die Homepage der WHO kriegt man die Unterlagen, um dort dann die Fälle gut zu dokumentieren. Man kriegt dann zugeteilt, welches Medikament man gibt. Die Konzentration liegt derzeit auf 4 Medikamenten. Das eine ist das Remdesivir, das zweite ist das Caletra mit und ohne Interferon Beta und das dritte ist das Chloroquin, Hydroxychloroquin. In Deutschland wird diese Studie koordiniert vom DCIV und dem DZL unter der Leitung bzw. Koordination von Tobias Welte und Susanne Herold. Es gibt derzeit sehr viele Studien und Initiativen, deshalb kann ich hier nur wenige nennen. Allen voran die Initiative der Charité, das nationale Netzwerk der Universitätsmedizin zur Bekämpfung von Covid-19-Infektionen. Dieses Netzwerk wird geleitet von Christian Drosten und Professor Krömer und es geht darum, die Universitätsmedizin an allen Standorten zu synchronisieren und zusammenzuarbeiten in der Forschung, aber auch in Patientenversorgung. Dieses Netzwerk, was jetzt aufgebaut werden soll, wird vom BMBF unterstützt mit 150 Millionen Euro. Eine weitere Initiative, die ich nennen möchte, ist eine Kooperation zwischen der Deutschen Gesellschaft der Infektiologie und dem DCIV, wird geleitet von Janne Ferreschild aus Köln. Das ist das Lean European Open Survey for SARS-CoV-2 Infected Patients, einfach die LEOS-Studie. Bei der LEOS-Studie sind letztlich alle Behandler aufgerufen, ihre Fälle dort
innerhalb dieser Studie zu registrieren und die Verläufe zu schildern in dafür vorgegebenen Templates, um letztlich einen guten Verlauf von vielen Patienten zu dokumentieren und nachher der Wissenschaft auch zur Verfügung zu stellen. Derzeit sind hier schon 1200 Patienten eingestellt.